Dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Dieses Mal mit Lisa und mir. Hi Lisa. Und das Thema ist heute Bücher schreiben. Warum würde man das überhaupt tun? Und also wie macht man das dann anschließend? Und das ist so ein bisschen, also wir haben dann ja gleich zwei AutorInnen, die irgendwie Erfahrung haben mit dem Thema. Und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz spannende Episode, um sowas zu diskutieren. Und anfangen will ich eigentlich, ich habe hier so einen Bücherstapel und will eigentlich so ein bisschen zeigen, was so die, der, der, also wie vielfältig das ist, was wir da, glaube ich, geschrieben haben. Ein bisschen so ein Klassiker mittlerweile ist irgendwie das Microservices-Buch von mir. Das ist irgendwie auch ein bisschen dicker. Das ist noch die erste EP-Auflage, aber davon gibt es irgendwie auch eine zweite. Dann habe ich hier das Sketchnotes-Buch von dir, Lisa. Darüber willst du bestimmt was sagen. Ja, genau, das kam mir erst vor kurzem raus und Grund ist so ein bisschen auch Softwarearchitektur im Stream gewesen. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, bei warum ein Buch schreiben. Genau, ist im Handel verfügbar und hat mehr Bilder als Text und ist deswegen auch nicht ganz so dick wie das von Eberhard, also von dir. Genau, und lädt halt irgendwie ganz doll zum Mitmachen ein. Also das Microservices-Buch ist irgendwie eher so ein, naja, nicht Architektur, ist irgendwie so ein bisschen abstrakt und das hier ist irgendwie eins, wo man dann tatsächlich irgendwie mitzeichnen muss nahezu. Genau, dann habe ich hier diese Sketchnotes zur Softwarearchitektur im Stream als Hardcover. Das gibt es irgendwie auch zu kaufen. Das ist so ein Print-on-Demand-Buch. Genau, Auch da. umgreifen. Genau, das hier ist die Sonderedition, die halt nicht verkauft werden darf. Willst du dazu auch noch mal was sagen, Lisa? Genau, das hatten wir jetzt als Hard- und Softcover Print on Demand rausgebracht. Jetzt habe ich mich versteckt. Da sind die Sketchnotes zu den einzelnen Folgen Softwarearchitektur im Stream drin und dann hast du immer noch einen Text dazu geschrieben, worum es denn da gerade ging. Einfach, weil wir jetzt ein Jahr Softwarearchitektur im Stream geschafft haben und das irgendwie mal rumzeigen wollten. Natürlich kann man es auch kostenlos als PDF runterladen. Bei DIN-PAP, genau. Genau, und damit, also das zeigt halt auch sozusagen die Variationsbreite, die da halt so existiert. Das heißt, die ersten Bücher, die wir jetzt eben gezeigt haben, sind bei D-Punkt erschienen, also so richtig so mit Verlag und so. Und das hier ist halt etwas, was wir selbst publiziert haben, nicht? Also was eben bei Amazon als Print on Demand existiert. Mivo schreibt gerade, es wäre mal eine Herausforderung, das Microservices-Buch nur in Zeichnung zu verfassen. Ja, so eine Art Microservices-Comic, das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Idee. Der Weihnachtsurlaub steht ja vor der Tür quasi. Ist ja schon fast Weihnachten. Genau. Und das hier ist die Domain-Driven Design-Referenz. Das ist zum einen im Eigenverlag, zum anderen ist das auch etwas, das hat hinten auch ein InnoQ-Logo und das ist halt auch so im InnoQ-Design. Das ist etwas, wo wir, wo Michael Plüth, Christian Stettler und ich, also wir drei, das Buch übersetzt haben aus dem Englischen und die Sonja Scheunengrab, auch eine Kollegin, hat dann dazu noch die ganzen, das ganze grafische sozusagen Gestaltung, die Sachen gemacht. Und das ist auch zum einen Print on Demand und gibt es auch kostenlos als E-Book. Und früher, als es noch Konferenzen gab, wo man sich irgendwie getroffen hat, da haben wir das auch irgendwie verteilt. Und so ein ähnliches Ding ist das, was Hanna Prinz, auch eine Kollegin, und ich zusammen geschrieben haben. Das ist halt irgendwie analog, halt so ein dünneres Buch, dieses Mal über Service Meshes und in Englisch, also so ein Buch, was irgendwie Service Meshes einführt. Genau, Theo Grip schreibt noch, wäre es ein Microcomic dann. Das ist also das, was so ein bisschen die Bandbreite zeigt. Lisa, warum schreibt man Bücher? Warum hast du Bücher geschrieben? Was ist deine Genau, persönliche also Motivation? ich hatte halt erst kein Buch geschrieben, sondern einen Vortrag wollte ich erst zu dem Thema machen, weil ich gemerkt habe, dass seit ich diese Sketchnotes häufiger veröffentlicht hat, haben viele Leute geschrieben, wie geht das überhaupt, wie macht man das? Dann hatten wir ja auch diese Folge damals gemacht und ich hatte erst gar nicht die Idee, ein Buch zu schreiben. Und dann kam nach dem Sport eine Bekannte auf mich zu und meinte, ey Lisa, das ist so cool, schreib halt ein Buch darüber. Und ich dachte, ja, du bist wahnsinnig, habe eine Nacht drüber geschlafen. Dann hatte ich halt dich, Eberhard, angesprochen, was du von der Idee hältst. Und da du sie gut fandest und ich dann mittlerweile auch irgendwie schon eine grobe Idee dazu im Kopf hatte, hatte ich dann gedacht, ich versuche mein Glück. In dem Fall war es also, ich wollte gerne die Fragen bei Twitter mit, das ist so cool, das könnte ich nie beantworten mit einem Buch, das zeigt doch, das kann jeder.
und einfach eine kleine Einführung geben, weil ich es immer schwer fand, von diesen global galaktischen Sketchnotes-Büchern auf die IT zu schließen. Genau, deswegen habe ich das gemacht. Aber warum hast du denn dein Microservices-Buch geschrieben? Kam da auch jemand nach dem Sport zu dir und sagte, hey, schreib doch mal ein Buch zu Microservices? Also das war ja nicht mein erstes Buch. Ich habe irgendwann mal angefangen, weil ich halt dachte, das sei halt cool, ein Buch zu schreiben. Und bei dem Microservices-Buch insbesondere, aber auch zum Beispiel bei dem Continuous Delivery-Buch war für mich eigentlich der Punkt, wenn ich ganz ehrlich sein soll, dass ich das Thema mal für mich sozusagen komplett strukturiert aufarbeiten wollte. Und also ist ein bisschen unterschiedlich, das Continuous Delivery Buch damals, da war Continuous Delivery schon länger ein Thema. Nicht? Ich meine, ich habe es so 2013 oder sowas geschrieben und 2011 kam dann wieder das Buch von dem Jess Humble. Das war bei Microservices anders. Als ich damit angefangen habe, war das ein deutlich Nischenthema, würde ich sagen. Und ich fand es halt mal interessant, sozusagen für mich aufzudröseln, aus welchen verschiedenen Perspektiven man das halt irgendwie sich überlegen kann. Und natürlich irgendwie auch ein Interesse daran, das Thema zu vermitteln, nicht? Aber es ist auch etwas, was man sozusagen für sich tut. Und es gibt, also sprich, um selber mal diese ganzen Sachen aufzuarbeiten. Und es gibt dann natürlich den Effekt von Marketing, nicht? Also man hat dann irgendwie ein Buch geschrieben und das bedeutet, dass irgendwie Leute glauben, dass man halt bestimmte Themen irgendwie besser verstanden hat und das halt, es hilft halt irgendwie beim Marketing. Und was ich auch noch gemerkt habe, das war mal bei so einem Consulting-Ding, wo ich irgendwie angefangen habe, irgendwie Text zu schreiben mit jemandem vom Kunden und das übt halt auch einfach zu schreiben, nicht? Und das ist irgendwie eine Sache, die wir, glaube ich, in unserem Business ganz viel tun. Und wenn man dann halt irgendwie einmal so ein Buch untergeschrieben hat und auch irgendwie noch einen Lektor gehabt hat, der einem irgendwie auf die Finger gegeben hat und gesagt hat, Kommasetzung geht übrigens folgendermaßen, dann ist das irgendwie auch nochmal hilfreich an der Stelle. Gut. Das ist. Du hattest jetzt gerade gesagt, dass wir viel in unserem Beruf schreiben müssen. Ich hätte jetzt dann erstmal nicht ein Buch geschrieben, sondern vielleicht einen Artikel oder einen Blogpost im Internet und nicht direkt so mit voll aufs Ganze gehen. Aber du hast ja recht, wir müssen ja häufig Dokumentationen schreiben. Da haben wir auch oft schon drüber gesprochen, auch in Softwarearchitektur im Stream. Denkst du, dass sich Buchschreiben und Dokumentation schreiben unterscheidet voneinander? Das würde ich schon denken, nicht? Also Dokumentation ist üblicherweise weniger umfangreich und ist ja noch sozusagen, wie soll ich sagen, soll vielleicht noch weniger unterhalten als eben ein Buch. Ich meine, ein Fachbuch ist jetzt auch nicht so super unterhaltsam, aber nicht, da willst du ja willst du ja die Leser sozusagen nicht verlieren, während bei der Dokumentation ist es vielleicht irgendwie was anderes. Was du aber gerade gesagt hattest, von wegen, ich schreibe halt erstmal einen Blogpost oder so, das ist vielleicht eine gute Überleitung zu, wie eigentlich loslegen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Hinweis, nicht? Also man kann, also da ist für mich die Story schlechthin sozusagen, dass ich halt damals, also das ist schon Ewigkeiten her, da habe ich halt irgendwie dieses Spring-Buch geschrieben. Und das ist halt losgegangen, indem ich eine Artikelserie geschrieben habe beim Java-Magazin und dann irgendwie mir gedacht habe, hey, jetzt noch ein Buch schreiben, kann nicht mehr so schwierig sein. Das habe ich dann etwas unterschätzt. Und der andere Punkt, und deswegen fand ich es halt eigentlich ganz gut, dass wir hier nochmal diese ganzen Bücher sozusagen rausgesammelt haben, nicht? Also wenn man das kontrastiert mit dem hier und dann eben mit dem hier, dann kann man eben einfach unterschiedlich viel schreiben zu einem Thema und man muss jetzt nicht unbedingt, glaube ich, sich als Ziel setzen, gleich so super viel zu machen, sondern vielleicht kann man erstmal so einen Versuchsballon machen. Und im Übrigen, also bei den Microservices-Büchern beispielsweise, da gibt es ja auch diese Primer, die ich geschrieben habe, die sind dann nochmal so ein Exzerpt aus den Büchern. Das könnte man eben auch zum Beispiel beim Loslegen umgekehrt machen, dass man dann irgendwie erstmal sagt, okay, ich habe so ein, weiß ich nicht, 40-Seiten-Ding und dann versuche ich das irgendwie auszuarbeiten. Hast du noch sonst Tipps zum Loslegen oder? Also ich fand wirklich hilfreich den Autorenfragebogen von D-Punkt, muss ich an der Stelle sagen, weil da schon sehr viel gefragt wird, was man sich vorher vielleicht nicht so Gedanken gemacht hat. Weil bei mir war es dann so, ich hatte die Idee, dieses Sketchnotes-Buch zu schreiben. Ich hatte die Idee, dass es ein Mitmachkapitel geben soll, wo man selber eine Sketchnote erstellt und sieht, dass es nicht schwer ist. Und ich hatte halt die Idee, dass es eine Symbolbibliothek geben soll. Aber viel mehr war da erstmal noch nicht da.
Und bei diesem Autorenfragebogen, da werden echt fiese Fragen gestellt. Also da steht dann sowas wie: Nenn uns doch schon mal deine Gliederung bis zur dritten Unterebene oder so. Und du sitzt dann da und denkst dir so: Ja, ich hatte hier diese drei vagen Ideen, das ist jetzt schon irgendwie nicht so ganz ein Buch. Und dann muss man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, sich überlegen, wie könnte man Dinge strukturieren, wie könnte man es aufbauen. Und was sie halt auch fragen, wie man sich vom Markt abgrenzt, was natürlich sinnvoll ist, wenn sie das Buch vermarkten müssen. Aber dadurch kann man sich dann auch viel mehr schon reinversetzen. Das hat mir enorm geholfen. Und ich glaube, ich musste auch schon ein Beispielkapitel abgeben. Ich weiß nicht, ob mit dem Fragebogen oder kurz danach. Und das war eben dann die Chance, dieses Einführungskapitel schon mal anzufangen. Da hatte ich halt schon wirklich eine ziemlich genaue Idee, was ich da machen möchte. Genau, und also damit sind wir sozusagen bei dem Thema mit dem D-Punkt Verlag. Also es ist halt mehr oder mehr so, dass wir beide jetzt beim D-Punkt Verlag sind. Also außer die englischsprachigen Bücher, da habe ich irgendwie sagen, bei Pearson verlegen lassen und dann eben Eigenverlag. Und wir sind, glaube ich, mit denen halt auch beide sehr zufrieden, aber es gibt irgendwie andere Verlage und Kollegen, die halt auch bei anderen Verlagen Bücher veröffentlichen und da gibt es halt durchaus sozusagen auch sehr guten Wettbewerb, aber nicht, wir sind halt irgendwie bei D-Punkt und ich glaube, wir sind da beide relativ glücklich und wir haben nachgeschaut, den Autorenfragebogen, den findet man auch unter d-punkt.de/autoren, kann man sich den einfach runterladen und das. Also da sind, glaube ich, zwei Sachen. Ich glaube, einmal das, was du schon so ein bisschen so gesagt hast, wenn ich halt den Autorenfragebogen ausgefüllt habe und Beispielkapitel geschrieben habe, dann bin ich halt sehr so weit, dass ich halt irgendwie tatsächlich eine sehr anfassbare Idee habe. Und das ist, glaube ich, auch die Intention, die das Ding hat. Das heißt also, das ist sozusagen dann eben die Ebene, wo ein Verlag dann auch wahrscheinlich sagen würde, ja, okay, das ist nicht nur so eine Idee, sondern da ist irgendwie mehr. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, diese Hürde zu nehmen. Und das andere ist, das hattest du, glaube ich, so grob angesprochen, da sind Aspekte drin, über die man sich erstmal keine Gedanken macht, nicht? Also warum sollte überhaupt irgendjemand das Buch kaufen? Also blöd gesagt. Und welche anderen Bücher gibt es dann irgendwie noch? Und ich fand das halt total spannend. Ich habe damals bei dem Springbuch, glaube ich, dann einfach losgelegt und habe gesagt, okay, ich kaufe einfach mal alle Bücher, die es da so gibt und schaue mir die halt irgendwie an, um irgendwie herauszufinden, wie ich mich halt abgrenzen kann. Und das war, glaube ich, auch ganz lehrreich. Ja, ich hatte sogar schon ein paar von denen. Also ein paar ist gut. Ich hatte den ganzen Batzen Sketchnote-Bücher hier und wusste dann schon, was ich dann sagen kann, was es anders machen soll. Genau, ich denke, du hast dich wahrscheinlich inhaltlich abgegrenzt, nicht? Genau. Also bei mir ist es halt dadurch, dass der Fokus auf IT liegt und eben auch die Symbole komplett auf IT fokussiert sind. Das ist quasi die komplette Abgrenzung von diesem Buch. Und sowas wie dieses Mitmach-Kapitel habe ich sogar wirklich auch noch nicht gesehen. Von daher ist das auch vielleicht eine Abgrenzung, aber vielleicht auch einfach nur ein cooles Gimmick. Genau. So, der Theo Grip hat geschrieben, sollte man vielleicht vorher ein paar Blogartikel schreiben? Ja, genau nicht. Also das wäre halt ein möglicher Einstieg und finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich muss gestehen, außer bei dem Springbuch habe ich das nicht wieder gemacht. Aber es sind irgendwie, also nicht, ich habe zum Beispiel sicher Vorträge oder sowas gemacht über irgendwelche Themen, zum Beispiel im Bereich Continuous Delivery. Genau, ein Vortrag ist, glaube ich, auch eine coole Vorbereitung, ne? Weil man muss sehr tief in ein Thema einsteigen und man muss versuchen, das den Leuten von quasi null an zu erklären, was man in dem Buch ja auch tun werden muss, nur dass eben das Medium ein anderes ist. Genau, der Verbauti fragt, wie kann man sich das bei solchen Verlagen vorstellen? Horrorstories wie in der Musik, wo man für 5 Alben verhaftet wird. Was bietet einem so ein Verlag überhaupt? Also, es sind ja verschiedene Fragen drin. Einmal ist es sozusagen die Redlichkeit der Verlage. Ich kenne, glaube ich, keinen Verlag, bei dem ich im IT-Bereich, von dem ich jetzt wüsste, dass der so Geschäftspraktiken hat, wie man sie legendenweise aus der Musikindustrie kennt. Also wo halt irgendjemand an irgendjemanden ganz krass hart gebunden wird, das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Und wie soll ich sagen, die sind an einem relativ kurzen Hebel, also wenn man mal ganz ehrlich ist. Das heißt also, wenn man jetzt, also ich habe das sogar schon gemacht, nicht? Ich habe irgendwie gesagt, okay, jetzt hat irgendwie eine Buchidee und dann habe ich irgendwie angefangen daran zu arbeiten und dann habe ich irgendwie festgestellt, blöde Idee. Und dann ist das halt irgendwie im Sand verlaufen. Und wie soll ich sagen,
ich kann, da hat denn der Verlag ein Problem, nicht? Weil das Buch, was sie sozusagen avisiert haben, ist da, kommt dann halt irgendwie einfach nicht. Und damit müssen sie halt irgendwie umgehen. Die haben da halt auch keine echte Handhabe. Und die Verträge, die ich da halt kenne, sind nach meinem Empfinden unspektakulär, nicht? Da steht irgendwie drin, irgendwann gibt man ein Buch ab mit einem bestimmten Umfang und dann steht irgendwie auf der anderen Seite drin, und wenn das Ding halt irgendwie veröffentlicht wird, dann kriegst du halt eine bestimmte Menge an Geld. Ein Punkt dabei sind Übersetzungen. Das ist auch etwas, wo ich mittlerweile dabei bin und mir die Übersetzungsrechte selber vorbehalte. Das wäre sonst etwas, was der Verlag irgendwie vielleicht auch macht. Und das ist sozusagen etwas, wo man vielleicht noch drüber nachdenken könnte. Aber das ist es eigentlich. Und ich finde die unspektakulär. Also ich habe die halt irgendwie angeguckt, unterschrieben, durchgelesen natürlich. Und auch sonst, also mein Gefühl ist halt auch nicht, also da sind natürlich Daten drin, zu denen man bestimmte Dinge abgibt. Nicht, also irgendwie Manuskript oder so. Aber ich habe mir erhebliche Vorstellungen, mir vorzustellen, dass ein Verlag sagt, hey, du hast jetzt 1.10., du hast gesagt, du gibst uns das Manuskript, hat nicht geklappt, wir lösen den Vertrag auf. Nicht? Sondern dann werden die wahrscheinlich eher einen Monat oder zwei warten, weil sie, also wir sitzen ja im selben Boot. Ja, ich habe sogar mein Datum gerissen. Also ich kann aus der Erfahrung sagen, dass es auch trotzdem noch veröffentlicht wurde. Es ist nur so, dass sich der Verlag dann vorbehält, es nicht mehr zu veröffentlichen, weil ja durchaus sein kann, dass Mitwettbewerber in der Zeit ein ähnliches Buch rausgebracht haben und dass es dann nicht mehr so irgendwie attraktiv für den Verlag ist, das zu verlegen. Aber ich hab gut gerissen. Ich glaube, es waren dann 2 Monate oder so, die ich gerissen habe. Und ich vermute, zu dem Thema kommen wir nachher noch, wie Dinge schiefgehen können. Ja, genau. Und da, also wie gesagt, ich wüsste halt auch nicht, was die Handhabe ist. Ich vermute, die haben dann irgendwie gesagt, hey, willst du nicht abgeben, aber das war's dann. Ich hatte, also genau, ich bin meiner Lektorin sehr, sehr dankbar. Also die war wirklich großartig, ist aber eher aus diesem Kunstbereich gewesen. Und sie hatte nachher gesagt, ach, lass uns doch einfach, auch wenn du nichts Neues hast, einmal die Woche telefonieren. Das war halt für sie so die Absicherung, dass ich noch existiere und dass dieses Buch irgendwie existieren wird irgendwann. Und das war für mich einfach auch total hilfreich, weil dann wenigstens einmal in der Woche das Buch irgendwie im Fokus in meinem Kopf war und nicht nur hinten irgendwie rumdümpelte. Genau, und genau darüber müssen wir gleich sozusagen auch nochmal reden. Aber eigentlich sind wir ja bei diesem Wie-Los-Ding und ich gucke gerade auf meine Notizen, ob da noch irgendwas ist. Also ich habe mir noch aufgeschrieben, man muss sozusagen echtes Interesse am Thema haben. Will heißen, ja, also sonst wird es, glaube ich, irgendwie überhaupt gar nichts, nicht? Also wenn man irgendwie feststellt, das ist irgendwie ein Thema, was mich, also mich doch nicht so interessiert. Das war zum Beispiel bei diesem einen Projekt, was ich dann irgendwie aufgegeben habe. Da habe ich irgendwie festgestellt, ja, Thema ist irgendwie doch nicht so super relevant und dann glaube ich, ist es halt sozusagen sinnvoller, den Stecker zu ziehen, als zu sagen, ich mache da jetzt irgendwie noch was. Gut, so, dann haben wir eigentlich, wenn wir halt nach der Frage von Verbaut hier vorgehen, haben wir das letzte noch nicht beantwortet. Das war, und das ist die Frage, was bietet einem so ein Verlag? Und ich glaube, wir haben schon einen Teil besprochen, nicht? Also man hat irgendwie einen Lektor oder eine Lektorin, die sich halt ernsthaft darum kümmert, dass das Ding halt auch zum Beispiel mal sprachlich durchgesehen wird, dass es irgendwie gefixt wird, dass halt die ganzen Rechtschreibkorrekturen drin sind, dass man halt ein Layout macht und all diese ganzen Geschichten. Und insbesondere Marketing, nicht? Das heißt also, ein Verlag läuft irgendwie rum und redet mit irgendwelchen Buchhändlern und sorgt halt dafür, dass das Buch da irgendwie in den, ich habe gehört, es gibt immer noch so Läden, wo man Bücher kaufen kann, also wo man richtig reingehen kann und sich Bücher kaufen kann, dass es dort zum Beispiel irgendwie im Regal steht und dass die Leute halt darauf irgendwie aufmerksam werden. Das würde ich da eigentlich in erster Linie sehen. Ich weiß nicht, hast du da was zu ergänzen, Lisa? Mit den Läden muss ich gerade noch einen Funfact erzählen. Ich habe mein Buch am Montag, nee, am Donnerstag letzte Woche das erste Mal im Laden gesehen und war natürlich ganz fasziniert und musste ein Bild damit machen. Genau, sie machen sich Gedanken um Marketing und was ich sehr, sehr interessant finde, ja, um alles drumherum, ne? Also die Covergestaltung. Ja, ich habe hier den Entwurf geliefert mit diesen kleinen Symbolen vorne drauf. Bei mir war es aber nur so eine grobe Skizze, wie ich das ungefähr möchte. Und die Leute haben dann viel
draus gemacht. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Und gerade für das Layouting, ich habe dieses Ding in Word geschrieben und das war die reine Hölle, die Bilder zu positionieren in irgendeiner Form. Und irgendjemand musste sich die Mühe machen, das dann in, ich glaube, InDesign oder was sie dann verwenden, zu backen. Und dann kam das ja immer wieder hin und her mit dem ganzen, ja, aber das Bild könnte da besser sein oder hier ist noch was verrutscht. Und dann muss man wirklich oft noch schauen, dass es wirklich gut ist. Aber dass man dieses Geraffel nicht selber hat, ne? Also man kann sich wirklich auf sein Thema fokussieren, wenn man einen Verlag einbezieht. Ich glaube, das ist das, was der einem bietet. Man muss sich nicht schon Gedanken machen, ich muss nachher noch irgendeinen Zeitungsartikel veröffentlichen, dass das Buch bekannt wird. Ich muss nicht unbedingt noch zu irgendwelchen Buchmessen gehen und das Teil zeigen. Und ich muss mich halt wirklich um Layouting nicht wirklich kümmern. Also ich hatte schon in der Vorbesprechung, hatte ich ja schon gesagt, dass ich mich sehr viel eingemischt habe, was Buchgestaltung und Covergestaltung angeht, aber man muss das halt auch nicht machen. Ne? Also man muss nicht ja, wie so ein kleiner Verrückter dahinter herrennen und gucken, dass man auf jeden Fall ein hübsches Softcover kriegt und dass man irgendwie ein Buch kriegt, was ein bisschen aussieht wie ein Heft oder sowas, sondern man kann auch einfach sagen, mach das Beste draus und dann machen die das. Ne? Genau, ich würde es, also ich habe mir irgendwie aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob wir uns damit sozusagen beliebt machen, aber für mich ist das eigentlich irgendwie ein Set von Dienstleistungen, nicht? Also ich kann mich irgendwie auf den Content fokussieren und dann kümmern die sich halt darum, dass das irgendwie von der Form her funktioniert, dass es irgendwie möglichst gut verkauft wird und all diese ganzen Geschichten. Und das empfinde ich irgendwie eigentlich als positiv. Alternative wäre, haben wir gerade eben schon diskutiert, sowas wie Leanpub. Leanpub ist ein Online- Dienstleister und der Name kommt eigentlich insbesondere für E-Books und der Name kommt eigentlich daher, dass man dort ein Buch veröffentlichen kann und dann irgendwie schon frühzeitig anfangen kann. Also man kann irgendwie sagen, okay, hier sind irgendwie drei Kapitel, das Buch kann man irgendwie schon kaufen und dann kann man als nächstes kann man irgendwie schrittweise Updates sozusagen rausliefern, nicht? Also Leanpub bedeutet eigentlich irgendwie so Lean Publishing sozusagen. Das heißt, ich fange irgendwie an mit einem Minimum und gebe das halt immer schrittweise raus und kriege dadurch Feedback und irgendwie auch schon mal eine Marktposition, selbst wenn das Buch noch nicht ganz fertig ist. Ich muss gestehen, dass ich es so nicht wirklich verwende. Es gibt aber dort Success Stories. Und die andere Alternative sind eben diese Print-on-Demand-Geschichten. Das bedeutet halt, dass man keine Vorkasse macht, sondern dass man halt irgendwie sagt, okay, hier ist halt das Buch als PDF und dann wird es eben gedruckt, wenn eins bestellt wird. Da gibt es zum einen KDP von Amazon und bei Amazon kann man eben natürlich auch per Kindle Sachen veröffentlichen. Und ich habe gestern gelernt, dass das in Wirklichkeit nur ein White Label sein soll von Ingram Spark und die bieten offensichtlich auch so ein Print on Demand global an, was man irgendwie auch machen kann. So, und also die dritte Möglichkeit, von der ich aber irgendwie keine Ahnung habe oder die ich noch nie benutzt habe, wäre, dass man tatsächlich irgendwie hingeht und sagt, druck mir doch mal 1000 Stück. Und man stellt sich hier irgendwo hin. Ich würde es mir ehrlich gesagt nicht antun. Ich würde Genau. sagen. Der Verbraucher hat gefragt, kümmern die sich auch um Rechtsthemen, wenn zum Beispiel ein E-Book auf einer Tauschplattform auftaucht und da weg soll? Nehme ich an, nicht? Also sonst wäre da sozusagen Essig. Und genau da vielleicht sozusagen nochmal, ist auch noch ein guter Punkt, weil das führt mich zu dem Punkt, warum schreibe ich überhaupt ein Buch? Wenn man also ein Buch schreibt, sozusagen aus Marketinggründen, dann kann man halt sagen, okay, ich gebe es halt irgendwie kostenlos ab, nicht? Das ist zum Beispiel das, was wir ja mit eben dem Service Mesh Primer, diesem Sketchnotes Buch und so weiter eben tatsächlich tun. Das kann man sich einfach runterladen, respektive man kann sich eben das Print on Demand drucken lassen und wir verdienen halt nichts daran. Einfach damit irgendwie sozusagen die Ideen möglichst breit gestreut werden. Und dann wäre es halt sozusagen so, dass einige Sachen sind sogar Creative Commons. Ich glaube, wir haben das Sketchnotes-Buch zum. Ja, genau. Das soll sich halt einfach verbreiten. Aber ja, nicht, das wäre zum Beispiel auch ein Thema. Genau, aber Bücher schreibt man nicht wegen dem Geld, nur als Hinweis da draußen. Als ich gesagt hatte, dass ich ein Buch schreiben möchte, haben mich, glaube ich, fünf Leute unabhängig voneinander angeschrieben, nur um mir zu schreiben. Du weißt schon, dass du damit kein Geld verdienen wirst, oder? Und dann habe ich immer gesagt, nee, ich mach's nur, weil dann hat man, also jetzt kann ich immer sagen, ich habe mal ein Buch geschrieben, ist irgendwie cool. Und man kann darauf hinweisen, jetzt gerade, ich habe ja noch diesen Vortrag, das ist auch ganz cool, weil ich dann immer auf das Buch hinweisen kann. Und für mich ist es jetzt sogar ganz praktisch, weil ich jetzt selber eine
ein Spicker für mich selber habe, was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist. Genau, das ist die Frage, die der Theo Grippe auch auf YouTube gestellt hat, vor ein paar Minuten. Also lohnt sich das finanziell? Ich würde es, glaube ich, etwas anders sehen. Die eine Sache ist, also wenn man die Frage stellt, lohnt es sich finanziell? Und das Buch direkt als deutsches Buch sich irgendwie anschaut, würde ich behaupten, wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn ich die Tage, die man halt, die ich da halt irgendwie investiert habe, consulten gehe. Nicht? Also das ist, glaube ich, irgendwie klar. Das ist aber, also wenn man sagt, das ist sozusagen Marketing-Effekt, dann ist das ja ein anderes Thema. Nicht? Also dann ist es halt irgendwie so, dass man dort eben das nicht nur macht, um sozusagen das Geld zu verdienen, damit das Bücher verkauft werden, sondern eben da einen indirekten finanziellen Vorteil darüber hat, dass man eben bekannter wird und da irgendwelche, also nicht eben nachweisen kann, dass man sozusagen kompetent ist. Und die andere Sache ist, wenn man, also wie soll ich sagen, wenn man Martin Fowler ist und irgendwie ein Standardwerk schreibt oder der Eric Evans ist und ein Standardwerk schreibt und das auch noch auf Englisch, nicht? Also wir sind in, was sind wir denn? Ich glaube, es sind so größenordnungsmäßig sind es 100 Millionen Deutschsprachige in, würde ich mal so tippen, nicht? Also 80 Millionen Deutsche plus Österreicher sind, glaube ich, 8 plus Schweizer sind irgendwie auch ein paar Millionen. Also es sind so ungefähr 100.000, 100 Millionen Deutschsprachige. Wenn man halt im Englischen ist, hat man halt zum einen einen deutlich größeren Markt. Und dann ist eben die andere Sache, dass Plattformen wie Leanpub beispielsweise einem einfach deutlich mehr Provisionen zahlen. Das ist irgendwie auch. Also einsehbar sozusagen, das sieht man halt bei dem Papier, wie viel das halt ist. Und das kann dann halt schon was anderes sein. Nur, also nicht so, wie du es halt gesagt hast, Lisa, das kann eigentlich nicht ernsthaft die Motivation sein. Also das macht, glaube ich, wenig Sinn. Achso, genau, der Frau Bauti schreibt gerade, Geld sollte nicht die Hauptmotivation sein, aber es nervt doch bestimmt trotzdem, wenn man weiß, dass man eigentlich was bekommen hätte. Ja. Weiß ich nicht so genau, aber nicht. Also der Verlag ist da sicherlich deutlicher hinterher. Mir halt nicht mal sicher, ob mein Buch, also angenommen, ich hätte es jetzt selbst verlegt, sei es mit Print on Demand oder über Leanpub oder so, ich bin mir nicht mal sicher, ob sie es gut verkauft hätte. Also ich bin froh über das, was der Verlag mir eben noch so dabei gegeben hat und gerade die Lektorin, das war sehr, sehr, sehr wertvoll und das hätte ich ja missen müssen mit allem, wo ich mehr selber dran verdient hätte. Und ich glaube, also ich bin gerade einfach froh, wenn sich jemand holt und wenn ich ein Bild davon irgendwie sehe oder wenn jemand was daraus gezeichnet hat. Und ich bin nicht froh, weil ich mir denke, ha, ich krieg da ein paar Cent für oder was auch immer, sondern ich bin einfach froh, weil ich weiß, dass ich in dem Moment diesen Menschen irgendwas Wertvolles gegeben habe. Ne? Also der hat in dem Moment Spaß gehabt, das zu malen, vielleicht, hoffentlich. Genau, das würde ich halt exakt genauso sehen und da sprichst du ja auch einen wichtigen Punkt an. Also wenn man eben für mal eine Plattform nutzt, wie beispielsweise Leanpub und halt für den Erfolg selber verantwortlich ist, dann ist man eben selber dafür verantwortlich und das kann eben sehr gut sein, dass man dann eben nicht erfolgreich ist. Das war dazu. Was schreibt der Thinktool auf Twitch, wenn es nicht ums Geld geht und insbesondere wenn man Bücher eh kostenlos auf Leanpub stellt, ist es nicht hinderlich, dass das Buch hinter der Leanpub-Wall steht und von Google nicht Volltext gefunden wird? Man kann bei Leanpub das Buch tatsächlich im. Achso, genau, das hatte ich gar nicht erwähnt. Guter Punkt. Leanpub hat eine Plattform, wo man per Markdown das Buch editiert. Und dann kommt halt hinten der Text raus als PDF, Mobi für ein Kindle oder EPUB für die anderen Reader. Und die generieren auch ein HTML und das HTML kann man prinzipiell einfach auf die Plattform stellen. Wir haben jetzt bei diesem Sketchnotes-Buch zur Softwarearchitektur im Stream, da ist halt nur das PDF bei Leanpub, weil sonst irgendwie das Layout komplett zerstört wird. Also das kriegt man leider nicht mit in Kindle-Format oder sowas hin. Und dann fragt ThinkTools weiter, wäre da sowas wie Read the Docs, GitHub nicht besser? Stimmt, das könnte man auch machen, nicht? Also man könnte jetzt im Prinzip sich eine Publishing-Pipeline aufbauen und das halt irgendwie in GitHub machen. Also könnte man tun. Ich fand die Leanpub-Plattform, also die läuft online bei Leanpub selber. Das heißt, da hat man selber halt keine Eingriffsmöglichkeiten. Ich fand die halt ganz angenehm, da muss ich mich nicht drum kümmern. Aber ja, sowas könnte man halt irgendwie auch noch tun. Gut,
Das haben wir diskutiert, mit dem lohnt sich das. Ach so, jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Frage, die sich so schon ein bisschen angekündigt hatte. Das heißt, nee, wir können noch kurz was anderes einschieben. Es gibt noch die Option, Bücher zu mehr zu schreiben, nicht? Also das Buch zu Sketchnotes in der zu Sketchnotes zu dieser Sendung. Das haben wir ja gemeinsam geschrieben. Und prinzipiell finde ich das auch eine gute Idee, weil das ist irgendwie, merkt man ja, irgendwie viel Arbeit. Da gibt es Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, mir ist mindestens ein Fall präsent, wo ich versucht habe, ein Buch zu schreiben mit jemand anders zusammen. Und das ist so, am Ende habe ich es halt im Wesentlichen alleine gemacht, weil die andere Person es halt einfach nicht auf die Reihe bekommen hat. Das heißt also nicht, dass irgendwie Zuverlässigkeit ist eine Herausforderung. Potenziell ist Koordination eine Herausforderung. Ich persönlich würde dazu neigen, die Sachen irgendwie klar inhaltlich zu trennen, nicht? Also bei unserem gemeinsamen Buch ist es zum Beispiel so, dass es irgendwie klar war, nicht du, Lisa, machst irgendwie die Sketchnotes, ich schreibe irgendwelches Zeug dazu, das kleben wir irgendwie zusammen und dann gucken wir beide nochmal drüber, ob wir damit leben können und dann ist es halt fertig. Das heißt, wir mussten irgendwie nicht, ich weiß gar nicht, ich würde schätzen, wir haben uns weniger als eine Stunde insgesamt koordiniert, oder? Also ich glaube nicht, dass wir. Das war super wenig. Das Genau. war wirklich, weil genau das mal, also es war ja in der Theorie da, ne? Der Inhalt war ja komplett da. Das hat es deutlich einfacher gemacht, glaube ich. Und was ja auch wichtig ist beim Buchschreiben, die Gliederung, die war ja auch vorhanden. Also es war jetzt nicht schwierig, dass wir das noch irgendwie zusammenwürfeln mussten, verrückt. Genau, und das könnte man jetzt sonst zum Beispiel machen, indem man kapitelweise zum Beispiel versucht, Themen da aufzuschlüsseln und hat sagt, okay, willst du nicht dieses eine Thema erledigen und dann lieferst du es sozusagen einfach zu, nicht? Das wäre halt dort eine Möglichkeit, die man zum Beispiel hätte, um dann von der Koordination runterzukommen. Also das ist denkbar, aber es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, wenn man dann halt jemanden hat, mit dem man zusammenschreiben möchte, der aber eben unzuverlässig ist oder wo man sich stark koordinieren kann, dann geht es sozusagen nach hinten los. Gut. So, jetzt kommen wir aber. Sorry, du wolltest was sagen. Ja, du hast schon die Überleitung so schön gebracht, dann geht es nach hinten los. Ich glaube, das ist das Thema heute, oder? Wo geht, kann so ein Buch schreiben schiefgehen und warum? Da wurde auch eine Frage ja schon auf Twitter dazu gestellt, ne? Genau, und zwar hatte der Steffen Fischer gefragt, bin gespannt auf, also hat er gesagt, bin gespannt auf die Folge und würde mich darüber freuen, wenn ihr etwas zum notwendigen Aufwand und Zeitmanagement erzählen könntet. Zwei Beispiele aus meinem Kollegenpreis haben mich abgeschreckt. Beide haben den Aufwand deutlich unterschätzt und es wurde ein Fiasko. Ja, was können wir jetzt dazu sagen? Also ich habe auch den Aufwand komplett unterschätzt. Ich hatte damals, also ich glaube, ich kann sowas offen sagen. Also ich hatte gedacht, dass ich so im Februar fertig werde mit dem Buch und dachte noch innerlich so, ach ja, ich schaffe das auch noch früher. Das ist ja eigentlich nicht so viel, das ist ja nur Malen und Schreiben, kriegt man schon hin. Und nachher bin ich dann halt erst irgendwie Ende April fertig geworden oder Anfang Mai. Und man unterschätzt den Aufwand, ne? Also ja, das Buch ist nicht dick und ja, da sind fast nur Bilder drin, aber auch Bilder malen dauert halt Zeit, ne? Also so eine blöde Anleitung dauert halt auch ewig, bis sie mal fertig ist. Und das habe ich komplett unterschätzt. Und was ich auch unterschätzt habe, man hat da ja vielleicht auch nicht jeden Tag Lust dran. Man hat auch vielleicht nicht jeden Tag Zeit dafür, weil man hat ja noch so ein echtes Leben drumrum, ne? Also man schreibt dieses Buch ja on top auf alles, was man sonst noch so hat, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal von der Arbeit komplett freigestellt werde oder auch von Hobbys oder von meinem Privatleben. Also ich kann jetzt auch nicht einfach meinen Freund oder so verpuffen lassen, nur weil ich gerade ein Buch schreibe und irgendwie mehr Zeit am Tag bräuchte, um dieses Buch zu schreiben. Und das fand ich schon verrückt, weil man, also ich hatte halt vorher gedacht, naja, gut, so viel Aufwand ist es nicht, kriegst du irgendwie hin. Aber es ist viel, viel mehr Aufwand, als ich am Anfang gedacht hätte. Also ich habe es vollkommen unterschätzt und kann auch jeden verstehen, der es unterschätzt. Aber es hat Genau. doch gut. Genau, und das ist halt, also dem würde ich halt sozusagen beipflichten, wobei ich würde ihm noch vielleicht einen anderen Drei geben. Ich würde halt behaupten, wenn man den Aufwand für viele Dinge nicht einfach unterschätzt, macht man sie nicht. Und deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das jetzt so eine gute Sache ist, zu sagen, man unterschätzt den Aufwand da leicht, weil es dann einen möglicherweise dazu bringt, dass man sagt, ich mache es halt irgendwie gar nicht. Aber ja,
Und damit fand ich halt diese Frage aus dem Tweet auch schwierig, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass man da jetzt irgendwie einfach sagen kann, hey, es gibt halt folgende Lösung, mit der man das einfach erschlagen kann. Ich kann mal kurz schauen, was ich mir aufgeschrieben habe. Also die eine Sache ist, es ist natürlich hilfreich, wenn man weiß, dass man dazu in der Lage ist, Dinge, ohne dass jemand hinter einem her ist, durchzuarbeiten. Und ich habe solche Sachen zum Beispiel, das ja auch irgendwie schreiben, bei meiner Diplomarbeit. Ich habe noch ein Diplom gemacht, also ich bin halt schon etwas älter. Und da ist es halt schon ähnlich, nicht? Also das ist jetzt irgendwie nicht so, dass jemand jeden Tag zu dir kommt und sagt, hey, mach doch, mach doch, mach doch, sondern im Wesentlichen bist du halt sozusagen verantwortlich. Das heißt, wenn man mit sowas umgehen kann, ist das, glaube ich, ein guter Hinweis. Man kann sich dann anfangen, Zeitpläne zu machen, nicht? Also wenn man halt sowieso gegenüber dem Verlag sagt, das ist meine Deadline, kann man es ja runterbrechen, was das halt irgendwie bedeutet, wenn man was sozusagen auf die Reihe bekommen kann. Wir haben das diskutiert mit Leanpub, man könnte Vorabversionen rausgeben und das ist auch gar nicht so schlecht. Also ich habe irgendwann den Laurent Boissauvy im Stream, den habe ich schon eingeladen, auch zugesagt. Und er hat halt auf Leanpub ein Buch veröffentlicht, The Leprechauns of Software Engineering. Und das Buch ist unfertig. Ist aber trotzdem total spannend und gut. Und nicht, das ist halt von daher vielleicht irgendwie etwas, was man da machen kann. Und genau, was ich mir hier noch aufgeschrieben hatte, war, ich glaube, es hilft halt, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das irgendwie unterstützt, nicht? Der die Freiheiten gibt, das zu tun. Und das ist auch etwas, also wie soll ich sagen, es gibt halt bestimmte Arbeitssituationen, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich halt es irgendwie auch noch auf die Reihe bekommen hätte, ein Buch zu schreiben. Und das ist für mich auch fein, weil da waren irgendwie andere Themen, die halt sozusagen wichtiger waren. Ich hatte noch den Tipp bekommen, ich glaube, das hilft auch, wenn man sich eine feste Zeit nimmt. Aber ich glaube, das hilft für jedes Vorhaben, was man hat, was irgendwie größer ist, dass man sagt, ich schreibe jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr an meinem Buch. Dann hat man das so als Routine drin und wird es tun. Und was mir, also das habe ich natürlich nicht getan, aber was mir wirklich geholfen hat, ich glaube, Gernot war es, der mir den Tipp gegeben hat, gestalte schon mal dein Buchcover. Dann siehst du, worauf du hinarbeitest. Weil erstmal ist es nur so eine blöde Word-Datei auf diesem Rechner, aber in dem Moment, wo man sich so das Ganze visualisiert hat, ist klar, dass ich das sagen muss, Visualisierung hilft, war es irgendwie einfach, darauf hinzuarbeiten. Also es hat mir extrem geholfen. Und bei mir war es halt auch wirklich die Lektorin, die mir sehr geholfen hat, die dann einfach gesagt hat, komm, auch wenn du nichts Neues hast, lass einfach trotzdem telefonieren, bleib am Ball. Und dann konnte sie mir mal Neuigkeiten aus dem Verlag sagen, ich konnte ihr Neuigkeiten von dem Buch sagen. Und das war wirklich, wirklich gut. Und ich bin, also genau, was ich auch cool finde, was die Lektorin gemacht hat, ich glaube, manche machen das so, dass sie sagen, schick mir am Ende das ganze Buch und dann gebe ich dir das ganze Buch korrigiert zurück. Das ist halt einfach ein Batzen Arbeit für beide Seiten. Und dann hat man, wenn man diese träge Phase hat, ja überhaupt keinen Antrieb. Also ich habe ja gar nicht so die Motivation, ach, ich schicke dir jetzt mal wenigstens so ein bisschen, dass sie sieht, dass es vorankommt, weil sie will ja eh nur das Ganze am Ende. Ich glaube, das hätte mich ziemlich demotiviert. Und sie hat halt gesagt, egal wie wenig es ist und wenn es nur eine Anleitung ist, schick mir die trotzdem, ich gucke mir das an und dann können wir schon mal drüber reden. Und das hat mir enorm geholfen, weil dann ging es immer nur so häppchenweise hin und her. Genau, guter Punkt, nicht? Also ich muss gerade an agile Softwareentwicklung denken. Ich habe was Ähnliches gemacht. Ich habe aber vielleicht aus einer leicht anderen Motivation. Ich habe halt irgendwie das Microservices-Buch in meiner Erinnerung im Wesentlichen kapitelweise geschrieben und habe dann irgendwie das Kapitel genommen und habe gesagt, das ist jetzt irgendwie fertig und ich schicke es jetzt irgendwie raus an irgendwelche Leute, die ich halt irgendwie kenne und sage denen, guckt es euch an. Und also das hat diesen positiven Effekt, von dem du gerade gesprochen hast. Aber also wie soll ich sagen, ich würde halt argumentieren, dass du halt irgendwie musst du ja diese große Aufgabe irgendwie klein hacken. Und ich glaube, das ist ein natürlicher Weg. Das Rausschicken kapitelweise hat den Vorteil, dass man dann irgendwelches Feedback bekommt zu jedem Kapitel von irgendwelchen Leuten, die halt irgendwie Plan haben. Also, die müssen ja gar nicht Experten sein oder Expertinnen. Das reicht ja irgendwie, wenn sie sich halt durchlesen und sagen, das habe ich nicht kapiert, das habe ich nicht kapiert und das ist irgendwie komisch und dass man darauf irgendwie reagieren kann. Wenn man das nicht macht, hat man halt das Problem, also der Verlag schickt das typischerweise nochmal irgendwelche Reviewer durch, aber die meisten Reviewer, also ich würde mich da ja gar nicht ausnehmen, gucken sich möglicherweise nicht das ganze Buch an und
schreiben dann natürlich auch nur etwas zu den Themen, die sie halt besonders wichtig finden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man dann am Ende irgendwie ein Buch hat und das ist ein Kapitel, wo halt nie jemand ernsthaft drauf geguckt hat, wenn man das eben nicht so macht, dass man jedes Kapitel einzeln rausschickt. Genau, DutyRoot hat noch geschrieben auf YouTube: Hallo zusammen, hier sind noch ein paar erfolgreiche Fälle, wo man auch Geld damit verdienen kann. Vlad, Michael, Chia, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, und Emma Bostian. Dabei muss man hinzufügen, dass beide Autoren schon längst in der Community präsent sind und eine große Followeranzahl haben. Genau, da ist ein bisschen das, was wir diskutiert haben. Wenn man sozusagen selber dazu in der Lage ist, das marketingmäßig zu reißen, dann kann man da sicher auf Leanpub ein paar Sachen veröffentlichen und da halt auch mit dem Buch selber signifikant Geld verdienen. Der Simon Brown ist auch so jemand, nicht? Den hatten wir auch irgendwie mal im Stream. Der hat irgendwie bei Leanpub auch ein paar Bücher veröffentlicht und die relativ erfolgreich sind. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, wie viel Geld er dafür nimmt. Also so Software Architecture for Developers oder sowas heißen die. Das wäre also auch noch vielleicht ein Kandidat. Gut. Achso, damit sind wir bei dem Thema mit dem Aufwand. Das hat sich ja jetzt, also erstmal nicht, hat sich halt herausgestellt, dass das offensichtlich das große Thema ist. Ich bin ein paar Mal gefragt worden, wie lange das dann gedauert hat, dieses Microservices-Buch zu schreiben. Das ist schon etwas länger her. Ich glaube, es hat ungefähr ein Jahr gedauert, aber ich weiß nicht, wie viele Stunden ich rein investiert habe. Dieses hier mit den Sketchnotes, das ist im Prinzip die Sketchnotes genommen, Texte dazu geschrieben, das ist ein ganz anderer Spruch. Das ist also von daher unterschiedlich. Also das war auch der Grund, warum wir irgendwie das gemacht haben, weil es halt eine low-hanging fruit war. Und mein Tipp wäre, sich auf jeden Fall Tage am Stück zu nehmen. Also irgendwie Urlaub oder wie auch immer. Ich habe persönlich Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass man das irgendwie schafft, abends nochmal eine Stunde daran zu arbeiten und dann war es das. Ich glaube, man muss halt tatsächlich da größere Zeitblöcke reservieren. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Ja, ich glaube, das Lisa. kommt aber sehr aufs Thema an. Also jetzt zum Beispiel das Microservices-Buch, ich glaube auch, das wäre was, wo ich auch den Nutzen gesehen hätte, viele Tage am Stück zu investieren. Aber wenn man jetzt so ein, also das Sketchnotes-Buch, das war nicht so gemacht, das ging immer mal am Abend, immer mal morgens oder so. Das ging ganz gut, weil die Kapitel kurz sind und das Thema an sich nicht so umfangreich, ne? Und diese Bilder, die kann man auch sehr, sehr unabhängig voneinander malen. Wenn man dann einmal eine Anleitung malt, ist das vollkommen okay, die nächste dann am nächsten Tag zu malen. Also man vergisst ja nicht, was man getan hat. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es irgendein größeres, komplexeres Thema ist, sollte man sich auf jeden Fall mehrere Tage am Stück nehmen. So, da sind noch tatsächlich ein paar Fragen über das Formular reingekommen. Ich nehme mal die letzte sozusagen zuerst. Da steht, inwieweit nimmt ein Verlag Einfluss auf den Inhalt des Buches, zum Beispiel, ob bestimmte Themen weggelassen werden sollen oder eine Beschränkung an Umfang, Seitenzahl an das Buch. Das ist eine gute Frage. Üblicherweise werden also ich kenne das von D-Punkt insbesondere so, dass die halt den Autorenfragebogen nehmen, das halt irgendwie die Gliederung und das schicken sie halt an irgendwelche Leute raus. Also ich habe tatsächlich solche Dinge irgendwie auch angesehen und nicht irgendwelche Autorenfragebögen zu irgendwelchen Themen, wo D-Punkt das Gefühl hatte, dass ich was dazu sagen konnte. Und dann gibt es halt so eine Bewertung. Also was halt bedeutet, dass der Verlag selber da nicht so sehr Einfluss nimmt, aber es zum Beispiel mir dann irgendwie vorliegt und oder nicht irgendwelchen Experten. Und das Feedback ist so größenordnungsmäßig, also ich sage es jetzt mal lapidar, macht dieses Buch überhaupt Sinn? Also nicht, gibt es da irgendwie einen Marktplatz, gibt es irgendwelche Mitwettbewerber, hast du das Gefühl, dass das insgesamt ein sinnvolles Konzept ist? Da gibt es tatsächlich dann so Bücher, wo ich irgendwie das Gefühl habe, nee, ist irgendwie nicht so. Ich erinnere den. Ja, also auf der Ebene kann dort sozusagen etwas passieren. Das würde dann dazu führen, wobei ich zumindest versuche, das irgendwie dann auch konstruktiv zu sagen und versuche halt zu sagen, hey, also hier ist halt irgendwie was, was wertvoll ist, vielleicht müsste man es irgendwie dahin ummodeln.
Und analog ist das mit der Gliederung, nicht? Also dann würde ich halt irgendwie bei der Gliederung sagen, hey, das da ist Blödsinn, das sollte man irgendwie später machen, das sollte man da machen und das würde ich ja folgendermaßen irgendwie sozusagen aufstrukturieren. Und dann hatten wir ja schon darüber gesprochen, dass der Verlag, also hier geht es ja insbesondere über den Verlag, das Buch, wenn es dann sozusagen fertig ist, abgegeben ist, nochmal an irgendwelche Leute rausschickt und da ist nochmal eine Feedback-Schleife. Ich fühle mich dadurch, ich habe mich dadurch nie behindert gefühlt, sondern unterstützt, nicht? Also da kommt dann irgendwie zurück. Also natürlich ist das nicht toll, wenn irgendwie zurückkommt, hey, hier sind halt irgendwie Optimierungspotenziale. Aber wenn das sozusagen vernünftig formuliert ist und nachvollziehbar ist, kann man darauf reagieren. Und ich habe noch nie einen Fall gehabt, und da wäre ich auch überrascht, wo ich irgendwie als Autor das Gefühl hatte, dass ich irgendwie mich jetzt hinstellen musste und sagen musste, nein, ich bestehe jetzt darauf, dass das halt irgendwie so ist, sondern nicht, also wenn da irgendwie sozusagen Feedback kommt mit, hey, das, was du da machst, ist irgendwie Blödsinn und ich habe darüber nachgedacht und habe irgendwie das Gefühl, nee, das ist total super so, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass der Verlag sagt, nee, das ist Blödsinn, nicht? Also natürlich gibt es da möglicherweise Ausnahmen, aber nicht, also am Ende habe ich nie das Gefühl gehabt, in Kooperation mit irgendeinem der Verlage, dass man da halt irgendwo nicht sozusagen das Steuer in der Hand hält. Was ich auch wertvoll fand, also man muss ja wirklich diese Gliederung schon vorher abgeben. Meine tatsächliche Gliederung weicht von der leicht ab, weil ich nachher gemerkt habe, es wäre vielleicht noch sinnvoll, an der Stelle ein anderes Kapitel dazwischen zu schieben. Und das kann man einfach machen, ne? Also der Verlag ist ja auch, der hat ja das gleiche Interesse wie man selber. Man möchte das bestmögliche Buch schreiben. Und die versuchen das ja auch nur zu unterstützen, eben durch diese externen Reviews, durch die Lektoren und nachher auch noch durch diese finalen Lektoren, die noch dazukommen. Genau, das ist ein guter Punkt. Also die Gliederung ist halt sozusagen ein Snapshot, den man irgendwie rausgibt. Und wenn man jetzt das Gefühl, also meine Erfahrung ist, wenn man das Gefühl hat, dass da halt irgendwie Blödsinn drin ist, den man halt irgendwie korrigieren will, dann ist das meistens halt relativ einfach möglich. Gut, YouTube hat noch geschrieben, Vlad hat über 100.000 Euro Dollar damit gemacht, über Selbstvermarktung. Er ist Committer bei Hibernate und sein Buch war eine Persistenzproblemoptimierung. Ja, also würde ich halt so stehen lassen, muss man sich halt überlegen, ob man halt dazu in der, also damit ist ja klar, dass diese Person dann in einer bestimmten Wahrnehmung da ist und da halt irgendwie als Experte anerkannt ist und dann ist das eben eine Möglichkeit, das Wissen halt zu vermarkten. Das, was wir ja beschreiben, ist ein bisschen das Umgekehrte, nicht? Dass man halt sozusagen durch das Buch nachweist, dass man eben das Wissen hat. So, dann stand hier, welche Software außer Word kann man für die Erstellung eines Buches über ein technisches Thema verwenden? Geben Verlage einem einmal dazu Vorgaben, die man einhalten muss. Ich hatte es gesagt, Leanpub, die Leanpub-Plattform, da benutzt man Markdown. Bei diesem Ding hier haben wir erstaunlicherweise Word benutzt und das hat funktioniert, trotz nicht trivialem Layout, aber da hat eine Kollegin irgendwie auch nochmal geholfen. Ich habe fast alle meine Bücher mit Word geschrieben, aber dann kommt irgendwie der Verlag, hattest du ja Lisa auch schon gesagt, und macht da irgendwie Layout mit irgendeiner Anwendung. Und das heißt, man gibt irgendwie das Word-Manuskript ab. Und sowas wie LaTeX ist zum Beispiel möglicherweise auch eine Möglichkeit. Und ja, da muss man, also hier steht halt, geben die Verlage einem dazu Vorgaben. Also man muss sich halt auf eine Plattform einigen, nicht? Also ich kann jetzt irgendwie schlecht hingehen und sagen, ich mache das übrigens mit X. Und dann sagt halt der Verlag, cool, dass du das mit Tool X gemacht hast. Das haben wir noch nie benutzt. Und dann steht man da halt irgendwie im Wald, nicht? Also das ist halt irgendwie Verhandlungsmasse. Und wie gesagt, meine Erfahrungen mit Word, solange man da nicht irgendwie Grafiken reintut und halt einfach nur einen großen Text erfasst, sind halt gut. Es gibt ein paar Kollegen, die, glaube ich, das auf jeden Fall vermeiden würden und halt mit sowas wie Markdown oder LaTeX arbeiten wollen würden. Ich denke, am Ende des Tages könnte man halt dem Verlag ja alles geben, was nach PDF konvertieren kann, weil das können sie spätestens öffnen, aber man kann dadurch Vorteile verlieren. Also in Word hat man eben die Kommentarfunktion direkt in dem Tool und sonst muss man ein PDF-Tool haben neben seinem LaTeX-Editor und das könnte halt zu Problemen führen.
Ja, und also nicht D-Punkt hat ja, also jeder Verlag hat irgendwie eine bestimmte Art, wie halt Bücher aussehen, und das müssen sie halt einfach dann im Layout durchsetzen, und da muss man dann halt irgendwie sich sozusagen an den Technologiestack dort halten. Ja, genau, und am Ende wird es ja eh nochmal transformiert. Also egal in was du oder ich jetzt einen Text schreiben, am Ende kommt das, wie du schon gesagt hattest, ich glaube, es ist InDesign, ich bin mir nicht ganz sicher, da rein, und von da aus kommt es dann erst in die Printing Pipeline. Genau. So, dann stand hier, wie viel kann man als Autor für technische Bücher verdienen? Kann man die Kondition mit dem Verlag verhandeln? Verträge kann man halt prinzipiell verhandeln. Verdient man an den verkauften Büchern prozentual? Ja. Oder einmalig für eine Veröffentlichung? Typischerweise eher nein. Es variiert ein bisschen. Also es gibt, ich habe ja auch ein paar Übersetzungen verkauft. Da gibt es dann irgendwie so eine. Manchmal so ein Konzept mit, du kriegst halt irgendwie eine bestimmte Menge Geld, und das ist halt ein Vorschuss auf die erwarteten Verkäufe. Und wenn die sich nicht einstellen, hast du aber mindestens den Vorschuss. Und dann ist das üblicherweise halt ein prozentualer Anteil an den Büchern. Und das ist dann üblicherweise an dem Umsatz von dem Buch halt irgendwie gekoppelt. So kenne ich das typischerweise. Und ich fand mich da eigentlich irgendwie gut aufgehoben, respektive. Ich habe jetzt nicht versucht, den letzten Euro da sozusagen rauszubekommen. Ich nehme, und das sind halt Standardkonditionen, nicht? Nehme ich jedenfalls an. Wie findet man einen passenden Verlag? An wen wendet man sich? D-Punkt, unsere Kollegen haben halt bei anderen, ich glaube Hansa und sowas, veröffentlicht. Das sind, glaube ich, da die Sachen. Also, wie bin ich überhaupt auf D-Punkt gekommen? Das wäre vielleicht sozusagen die Frage. Und ich bin halt auf D-Punkt gekommen, weil ich halt den Verlag selber von den Büchern, die halt dort verlegt worden sind, einfach irgendwie ganz gut fand. Und vielleicht ist das halt ein guter Hinweis, nicht? Also man sollte sich sozusagen fragen, was ist denn eigentlich der Verlag, wo irgendwie das Angebot und die Sachen, die sie halt irgendwie so machen, ganz cool ist, und was einem irgendwie selber gefällt, und die würde ich halt ansprechen. Und wenn dann irgendwie zurückkommt, nee, das wollen wir halt, dein Buch wollen wir halt irgendwie nicht, da muss man sich halt die nächsten überlegen, nicht? Das wäre, glaube ich, für mich die Maßgabe. Ist vielleicht auch, wenn man am Anfang diese Marketing-Recherche macht, mit wer ist noch Mitbewerber in dem Bereich, dann würde man ja jetzt auch einfach bei Amazon, Thalia oder wo auch immer nach anderen Büchern suchen, und da kann man ja schon schauen, wo die Bücher verlegt wurden. Und ich glaube, diese Autorenfragen, die sollten eigentlich auf jeder Seite direkt online sein. Die Verlage haben ja auch ein Interesse daran, dass man das einfach findet. Und ich glaube, also hätte ich jetzt nicht Eberhard gehabt und hätte ich trotzdem diese Idee gehabt, wäre ich vermutlich beim ähnlichen Verlag rausgekommen und vermutlich nur eine Google-Suche entfernt von diesem Autorenfragebogen gewesen. Genau, da ist auch noch ein guter Punkt. Also ich halte es für extrem unwahrscheinlich, wenn man halt ein Thema hat und bei dem Verlag bereits ein Buch zu dem Thema existiert, dass die dann sagen, ja, wir machen noch ein Buch zu dem Thema. Also das ist, glaube ich, vielleicht auch etwas, was man sich da überlegen muss. Gut. So. Jetzt muss ich mal schauen, was wir eigentlich noch haben. Du hattest eben mehrere Fragen im Formular erwähnt. Hattest du jetzt schon alle Fragen aus dem Formular? Die haben wir diskutiert. Genau, das war das wie mit, wie findet man einen passenden Verlag, wie viel kann man verdienen, das mit den Werkzeugen. Und achso, das ist auch noch so eine Idee. Also die Inhalte, die man dort generiert, kann man dann irgendwie auch weiter nutzen, zum Beispiel irgendwie auch für Trainings oder so. Und das mit den Übersetzungen haben wir schon diskutiert. Man kann die Bücher dann eben auch die Übersetzungsrechte versuchen zu verkaufen. Das ist irgendwie auch eine ganz schicke Sache. Und das war's eigentlich. Ich weiß nicht, ob sonst noch sozusagen Fragen sind aus der Zuschauerschaft. Hast du noch was, Lisa, was dir auf dem Herzen brennt, sozusagen, was wir ansprechen sollten? Auch gerade noch mal, was wir noch aufgeschrieben haben. Also, Dürtrud schreibt, man sollte vielleicht auch sagen, dass zum Beispiel beispielsweise andere Verlage, wie zum Beispiel Pack Publishing, eine etwas schlechtere Bewertung bei Autoren haben. Ich habe da keine Recherche gemacht. Für mich würde da aber greifen, wenn der Verlag irgendwie Bücher verlegt, die ich selber nicht so toll finde vom Anspruch her und von dem, was da halt irgendwie drinsteht, dann
würde ich das nicht tun und würde ich da halt nicht veröffentlichen. Und wie soll ich sagen, Bücher kann man halt sehr unterschiedlich auffassen, nicht? Also das Microservices-Buch ist halt irgendwie so ein Services-Buch, ist halt irgendwie so ein Architekturbuch, wo irgendwelche Konzepte drinstehen. Und das ist deutlich was anderes, als wenn man jetzt, also man könnte ja auch das Microservices-Thema zum Beispiel so aufdröseln, dass man sagt, ich zeige dir jetzt, wie man schrittweise ein konkretes Microservices-System umsetzt auf der Codebene. So, und ich würde behaupten, wenn man diese beiden unterschiedlichen Konzepte hat, wird man möglicherweise auch bei unterschiedlichen Verlagen landen, weil das halt ins Programm reinpasst und in die Auffassung reinpasst, wie Bücher auszusehen haben. Und mir liegt halt das Architekturelle irgendwie näher, dann lande ich halt bei dem einen Verlag, und wenn jetzt jemand sagt, ich will das aber so richtig auf Codeebene, dann landet man halt vielleicht bei einem anderen Verlag. Wie entstehen denn neue Auflagen von Büchern? Merkt ihr euch über die Jahre, was ihr im Detail geschrieben habt, und behaltet das Thema einfach weiter im Auge? Eine zweite Auflage eines Buches bedeutet, dass die erste Auflage ausverkauft worden ist. Also, nicht? Das heißt, es wird irgendwie eine große Menge an Büchern irgendwie gedruckt und irgendwann sind die halt zu Ende. So, und dann ist das erreicht, wo dann irgendjemand sagt, also wo der Verlag irgendwie sagt, wollen wir eine zweite Auflage machen? Und dann kann man es inhaltlich sozusagen neu gestalten. Und das Letzte, wo ich das gemacht habe, war die zweite Auflage zum Microservices-Buch. Und was ich konkret gemacht habe, ist, dass ich dann irgendwie gesagt habe, okay, was sind eigentlich Themen, die ich mittlerweile irgendwie anders sehe oder die ich halt irgendwie fixen würde? Was sind Sachen, die halt irgendwelche Leser gesagt haben, was ich sozusagen, was irgendwie komisch ist oder was man vielleicht irgendwie mittlerweile anders machen würde? Und dann habe ich das sozusagen gefixt. Das ist so ein bisschen wie, ja, es ist sozusagen so ein Bugfix-Release, nicht? So, so ein, eben so kleinere Änderungen an dem, was man halt geschrieben hat. Ich muss gestehen, dass einen das sozusagen nur so weit bringt. Für mich, also ich habe irgendwie 2006 oder so dieses Spring-Buch geschrieben. Das war irgendwann in einem, ich glaube, das habe ich sogar über drei Auflagen gebracht. Ich erinnere mich nicht ganz genau. Und ich habe da dann irgendwann gemerkt, dass das Buch eigentlich so ist, dass man es komplett neu schreiben müsste. Und für mich hat sich das manifestiert darin, dass ich halt irgendwie am Anfang von dem Spring-Buch gesagt habe, das ist Dependency Injection, das ist aspektorientierte Programmierung. Da steht irgendwie ganz viel drin über die Theorie und warum man das machen will und was weiß ich. Und ich hatte dann das Gefühl, dass es irgendwann so war, dass die Leute, dass halt die unsere Branche so weit war, dass man halt gesagt hat, naja, wir machen halt Dependency Injection und das ist halt irgendwie so. Und AOP ist irgendwie im Hintergrund und ist halt kein echtes Thema mehr. Stattdessen gibt es eben zum Beispiel sowas wie Spring Boot ist dann ja irgendwann gekommen, was irgendwie Dinge völlig anders macht. Und dann ist es halt, also ich hatte das Gefühl, das ist dann so ein bisschen so wie Legacy-Software. Man muss das Ding halt im Prinzip wegwerfen und halt sagen, ich mache ein neues Buch. Und das ist genau das, wo der Michael Simons dann letztendlich nach meinem Empfinden irgendwie das nächste wichtige Buch geschrieben hat bei D-Punkt, eben genau zu Spring Boot im Wesentlichen, was aber eigentlich sozusagen. Also das wäre jetzt das Buch, wenn ich anfangen würde, mit Spring zu entwickeln, was ich mir eben kaufen würde, weil nicht heute entwickelt man halt Spring mit Spring Boot. Und das ist sowas, was man im Hintergrund behalten muss. Also irgendwann ist das Buch so wie Legacy-Software einfach obsolet und man müsste es halt im Prinzip wegwerfen. Genau. So, YouTube hat noch geschrieben, das sind nur Infos, die ich, also bezüglich der Verlage, das sind nur Infos, die ich in meinen Recherchen gefunden habe, weil ich auch selbst mit dem Gedanken gespielt habe, spielte, aber nicht dazu gekommen bin. Prokrastination. Genau, also damit sind wir bei der großen Herausforderung sozusagen. Gut. Noch irgendwas aus deiner Sicht, Lisa? Ich könnte mir halt ein gutes Schlusswort hätte ich, glaube ich, noch. Also wenn da draußen jemand Lust hat, ein Buch zu schreiben, ich würde an eurer Stelle einfach irgendeinen von diesen Autoren-Fragebogen einmal runterladen und das mal für eure Buchidee ausfüllen. Das dauert aber auch ein bisschen, bis man das hat. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil sich dann aus dieser vagen Idee doch eine sehr, sehr feste Idee herauskristallisiert und man dann durchaus schon Ideen hat. Und in dem Moment merkt man, glaube ich, auch, ob die Idee wirklich gut ist oder ob sie totaler Quatsch ist. Und wenn sie gut ist, dann kann man es ja auch einfach mal versuchen.
Oder man kann irgendwie erstmal einen Artikel schreiben oder ein Video machen oder was auch immer. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten. Gut, sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, sozusagen, ich gucke noch mal kurz in das Formular, ob da noch irgendwas aufgeklatscht ist. Nee, das ist aber nicht der Fall. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Fragen und für die Diskussion. Achso, da ist noch, Mivo hat gerade noch eine Frage gestellt. Denkst du, Bücher wie beispielsweise zu Extreme Programming können überhaupt noch so eine große Reichweite erreichen oder ist mittlerweile YouTube und so Co. eine bessere Plattform? Das stellt ja sozusagen in Frage, ob Bücher als Medium sozusagen veraltet sind. Und das glaube ich nicht. Und also ich will nicht in Abrede stellen, oder anders gesagt, wir sind halt in der Branche, wo wir halt irgendwie uns Wissen sozusagen aneignen müssen. Da gibt es verschiedene Quellen, die gab es eigentlich schon immer. Nicht YouTube, wie man ja gerade sieht, ist eben auch eine Quelle oder Twitch oder was weiß ich was. Ich glaube, Bücher helfen dabei auch und nicht, also Dinge, ich weiß nicht, wie, das ist vielleicht ein guter Punkt. Also wenn ich irgendwas suche, eine Lösung für irgendein Problem und ich komme auf ein Video, dann finde ich das üblicherweise ziemlich doof, weil da muss ich mir das Video angucken. Ich will es eigentlich durchlesen. Und von daher glaube ich, dass das Medium Buch deutlich eine Zukunft hat. Und interessanterweise ist es auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass zum Beispiel der Anteil an E-Books stagniert. Der nimmt nicht zu. Also das heißt, gedruckte Bücher sind eben auch tatsächlich immer noch etwas, was relevant ist. Also, wie siehst du das, Lisa? Für mich funktionieren Videos auch überhaupt nicht. Also ich muss es entweder lesen oder alles andere funktioniert einfach nicht. Auch witzig, dass ich das in einem Stream sage, aber genau, also ich kaufe mir tausendmal lieber Bücher oder E-Books oder lese ein PDF oder was auch immer, aber ich kann nicht gut jemanden zuhören, der mir versucht, irgendein Programmierdetail zu erklären. Dann nervt mich das immer so, dass er so um den heißen Brei redet und bei so einem Buch kann man ja dann die Stellen überfliegen, die einen vielleicht gerade nicht so interessiert. Man kann vorblättern, ja, kann ich im Video auch, aber da muss man ja schon raten, wo man hinblättert. Also ich glaube, dass sich Bücher noch lange halten werden, obwohl es eben andere Medien wie Videos, Podcasts und so weiter gibt. Genau, und vielleicht könnten wir dann als nächstes Thema dann so eine Wochenzeitschrift zu Softwarearchitektur angehen und dann jeden Freitag ein neues Exemplar veröffentlichen. Gut, sehr schön. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Fragen angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank für die Fragen und die Diskussion und schönes Wochenende schon mal an der Stelle. Schönes Wochenende.